So Leute, es geht weiter mit Aliens Colonial Marines. Ich bin es, euer Simafix. Im letzten Part waren wir hier in einem kleinen Steg und haben mit Cruz gesprochen, unter einigen anderen Marines. Und ja, wir müssen uns hier gerade in den Fahrplatz mit denen verteidigen. Und mit unseren coolen zwei MGs hier. Die sind eigentlich viel hilfreicher. Dropship. Ist sie noch in der Zentrale? Sie ist nicht hier. Bitte, Sir? Ich habe Reed und Hicks mit einem Transportpanzer weggeschickt. Was haben Sie? Und ich nehme mir mal mein MG mit und... Ja, scheint schon wieder Scheiße gebaut zu haben. So kann man Cruz, ja. Voll gemein. Böse. Oh oh. Okay, Entschuldigung, MG. Kann ich trotzdem doch leider nicht mitnehmen. Das hört sich nämlich nach was Großem an. Wo man weglaufen muss. Nein, jetzt steht mein MG echt da hinten. Was zur Hölle ist das? Wow. Oh, schießen Sie auf das Ding! Jetzt! Ich glaube, das stört ihn nicht allzu sehr. Hätte ich mein MG mitgenommen! Hätte ich mein MG mitgenommen! Ja, kotzt mich nicht an, ich habe eh schon ein Problem mit dem Ding. Ey, jetzt packen mich die Viecher auch noch. Feind vernichtet! Bist du jetzt mal tot? Nein! Dieses Suizid-Alien springt an meinen Schuss rein. Er springt so genau, wenn ich meinen Raketenwerfer da abballer. Sie Reed zum Dropship. Ist sie noch in der Zentrale? Mein MG! Sie ist nicht hier. Bitte, Sir? Ich habe Reed und Hicks mit einem Transportpanzer weggeschickt. Was haben Sie? Mein MG. Hey, hätte ich das jetzt noch? Ey, das wäre so toll. Ich hätte das jetzt gleich mal hier hingestellt und dann hätte es das alle hier getötet, aber nee. Okay, ich lege jetzt lieber das das Pulsgewehr an. Denn mit dem kann ich hier meine Granaten ballern. Was zur Hölle ist das? Was Großes. Oh, schießen Sie auf das Ding! Jetzt! Bringt das was? Nein. Wenn ich eben hier verstecke, könnte es doch theoretisch nicht an mich rankommen. Ich meine, ich stehe hinter dieser Barrikade. Ah. So klar. Ja, ich bin tot. Ey, so assi einfach. Zack. Zack. Ah, was war denn das gerade? Komm. Willst du nicht mal wieder deinen Sprinter machen? Dankeschön. Okay. Ja, vorne hat es eine Monsterrüstung, die wir eh nicht durchbrechen können. Oh, reg mich nicht auf. Ah, komm. So macht man das. Okay, das war geskillt. In der Luft mit der Granate. Okay, da kann man nichts sagen. Aber hätte ich mein Ding da mitgenommen, es tut mir gerade leid, dass ich ein bisschen leise war. Ich muss mich echt konzentrieren. Ich habe eh noch voll wenig Leben. Dann wäre das alles ein bisschen leichter gewesen. Und wenn meine Heinis mal geschossen hätten. So kam mir zumindest so vor, als hätten sie keine Lust darauf gehabt. Okay, jetzt habe ich alle meine gute Sekundärmunition weggeballert und das ist nicht so gut. Und um ehrlich zu sein, ist das sogar sehr scheiße. Naja, kann man nichts dagegen machen. So ist das halt. Okay, kommen noch ein paar von den Aliens. Ich sehe noch ein paar markiert, aber ist mir wurscht. Ja, will einer mal die Tür aufmachen? Kann er nur noch mal eins von diesen dicken Dingern kommen? Oh, oh, für eine Sekunde habe ich gedacht, da kommt jetzt echt noch so einer von denen. War zum Glück nur ein kleiner, okay. Bisschen Leben und bisschen Muni wäre nicht schlecht. Und die ploppen sich mal wieder hier vor. Okay, Taschenlampe an. Das mitnehmen. Hä, wo landen die denn hin? Hä? Wurscht. Wurscht, nicht mein Problem. Sind hier welche? Nee, Gott. Okay, jetzt sind wir am Landeplatz. Ich hoffe, hier kann dieses Schiff landen. Wir wollen ja immer noch von dem Planeten hier runter. Und dazu sollte ja mal das Schiff landen. Und da hinten sehen wir irgendwie voll viel Zerstörung, Tod. Das Übliche. Wie gesagt, das Übliche, glaube ich. Jedenfalls habe ich schon zu oft gebracht, aber es passt auch. Okay, Munitionskiste. Sie den Vogel in die Luft. Sulaco, Axel, ich brauche einen Moment für die Flugvorbereitung. Jemand muss die Treibstoffzufuhr trennen. Winter, du hast die Lady gehört. Geht klar, Raider. So klar, wer kann das machen? Wer kann das machen als einziges? Ich. Die verschanzen sich da, stimmt's?
Okay, Treibstoff. Was ist eigentlich mit Bishop, frage ich mich. Ich meine, der Bishop im originalen Film hat es ja, auch geschafft. Hey, das Heck ist cool. Der hat ja auch im originalen Film das Schiff irgendwie hergelenkt. Okay. Ja. Lass mich mal machen. Was soll ich denn machen? Egal. Einfach mal E drücken. Einfach mal E drücken. Okay. Ja, da sind Aliens. Damit hätte ich fast gerechnet. Wir haben ja diesen schönen Elektrozaun weggemacht, mit dem die Wayland-Söldner sich vor den Aliens abgeschanzt haben. Und natürlich kommen jetzt ein paar Aliens. Ist irgendwie logisch. Naja. Ein Kapschlauch weg. Noch ein paar Sekunden, Gentlemen. Ja, möchtest du mal weggehen? Im Film ist es doch immer so, dass man einfach die auf die. Dass man die doch einfach ignoriert. Da geht man einfach weiter. Wo ist der letzte jetzt? Entschuldigung, Aliens, könnt ihr mich mal kurz eine Sekunde in Ruhe lassen? Ich möchte nur kurz mal. Hä, mich umschauen. Hä? Er ist da auf der anderen Seite, aber da komme ich. Da kann ich ja nicht rüberspringen. Na egal. Geh mal den langen Weg da außen rum. Aber das ist ein Munitionskissen mit unbegrenzten Magazinen. Jetzt habe ich kein Problem mehr damit. So. Finde ich übrigens lustig. Da, wo die Tankschläuche sind, da sind die mal ganz weit weg. Ja, was das ich mache, ich tue ihren Tankschlauch wegmachen. Wo ich mich nicht wehren kann. Finden Sie den verbleibenden Sinus. Warum? Wir können auch einfach wegfahren. Natürlich nicht. Hier ist Raider 6-5. Alle Systeme überprüft. Es wird laut. Es ist laut. Fährt jetzt alleine weg. Ich würde sie zutrauen. Mag sie nicht. Okay, ich glaube, dass jetzt ist der Moment für unsere Flucht gekommen. Von diesem hässlichen Planeten. Ich will hier endlich weg. Tötet jetzt nicht noch Hicks. Hätte ich schon viel zu viel durchgemacht, dann hätte er eigentlich tot sein müssen. Komm, kann man jetzt fliehen? Schau, jetzt schießt das Schiff hier noch. Jetzt glaube ich, keine Chance mehr. Töten Sie 20 Feinde mit dem Gewehr. Cool. Habe ich jetzt 20 Feinde mit dem Gewehr getötet? Das glaube ich nicht. So. Darf ich jetzt wegfahren? Oh, ein publikes Alien noch. Zwei blubbige Aliens noch. Kommt. Bam. Ne, das letzte Alien töte ich. Schaut euch an, das habe ich getötet. Auf die anderen 1000 Aliens, die ich getötet habe, da bin ich nicht stolz. Aber das Alien, das war schon richtig Skill. Ja, schießen wir. Hier ist Raider 6-5. Meine Anzeige zeigt keine feindlichen Aktivitäten. Bitte um die Erlaubnis zu landen und ein Freudentänzchen aufzuführen. Over. Raider 6-5. Wir können auf Grundland West landen. Und tanzen. Actual over. Keine Feinde, außer die, die uns hier alle angreifen, oder? Okay, wir haben es geschafft. Sie passen da gut dazu, Sie aufsässiges Arschloch. Sie haben nicht gesagt, in welche Richtung der Transportpanzer fahren sollte, Sir. Also, wie haben Sie es geschafft zu überleben, wenn ich fragen darf? Was ist auf Fury 161 geschehen? Lassen wir den Smalltalk besser. Wir haben LV-426 verlassen und ich habe den Notruf gesandt, auf den Sie reagiert haben. Dann habe ich in der Kryokapsel auf Rettung gewartet. Auf den Tod oder auf irgendwas. Bei Fury wurde Alarm ausgelöst und sie haben mich als ranghöchsten und einzigen Marine aus der Kryo geholt. Michael Whalens Truppen kamen unerlaubt an Bord. Also, wessen Körper war in ihrer Kryokapsel? Lange Geschichte. Mir ist nur noch eins wichtig. Diese Typen vernichten. Mehr will ich nicht, Jungs. Na dann los. Nach Ihnen, Sir. Wir alle sind Colonial Marines. Jeden Tag, wenn ich aufwache, danke ich Gott, dass ich im Korps bin. Und das lasse ich mir ganz sicher nicht von Wayland Yutani nehmen. Wir haben vielleicht kein ULG-Schiff, um uns alle hier wegzubringen. Aber die. So, wann kommt jetzt das letzte Schiff? Heute Abend. Sie hauen ab für immer. Ohne dieses Schiff kommen wir hier nicht weg. Eine andere Chance haben wir nicht. Wir haben 63 United States Colonial Marines und wir werden die Einrichtung erobern. Und dann das Schiff. Und wir werden alles tun, um diese Firma und Michael Whalen zu stürzen für den ganzen Scheiß, den sie uns angetan haben. Hurra, O'Neill. Hurra, Captain. Für unsere gefallenen Marines, Leute.
Das hört sich doch echt gut an. Ich habe gedacht, mit dem können wir jetzt wegfliegen. Naja, schade, da müssen wir doch erst das ULG-Schiff von den Klau. Wir haben jetzt Mission 9 erstmal abgeschlossen. Hoffnung in Hadley's. Naja, Hoffnung will ich das jetzt nicht nennen. Naja, besser war es gar nicht. Wir haben die USCM freigeschaltet und irgendwas Merkwürdiges bekommen. Schwierigkeit gerade mal wieder Soldat. Und wir haben 54 Töten und 13 Hilfen. Okay, Leute, wir machen dann weiter. Und jetzt geht's gegen Weyland Yutani. Bis dann und zum nächsten Part. Euer MC Mafix. Haut rein, bis dann. Ciao.